Meine lieben Berlinerinnen und Berliner, wir gehen stürmischen Zeiten entgegen. Die Welt schaut auf diese Stadt. Die Welt schaut auf dieses Feld. Am 25. Mai haben Sie die Gelegenheit, sich für die grenzenlose Weite und die grenzenlose Freiheit dieses Feldes zu entscheiden. Also, meine lieben Berlinerinnen und Berliner, enttäuschen Sie mich nicht und stimmen Sie für 100% Tempelhofer Feld. Oft vermögen ja Auswärtige das eigene Umfeld besser zu erkennen, als wir es selbst vermögen. Und so ist es auch in diesem Fall. Pascal Hueck, die feinsinnige Kolumnistin des Berliner Tagesspiegels, hat Berlin seit 25 Jahren zu ihrer Wahlheimat erkoren. Und sie schrieb Anfang des Jahres eine Kolumne, und ihre Worte sollten wir uns bei der Abstimmung am 25. Mai zu Herzen nehmen. Am 1. Januar ging ich noch leicht belebelt über das Tempelhofer Feld, um das neue Jahr zu begrüßen. Ich habe mich für diesen Spaziergang entschieden, weil der Ort für mich die Freiheit verkörpert. Das alles ist möglich auf den noch nicht ausgetretenen Wegen von 2014. Eine Steppe, soweit das Auge reicht, verlassen, schweigend, wie durch ein Wunder mitten in der Stadt. Im improvisierten Garten am Rand der Landebahn steht zwischen einem Gemüsehochbeet und einem Büschel Wildpflanzen ein Stuhl aus Holz. Er zeigt nach Osten. Ich setze mich einen Moment hin, um dem Untergang der bleichen Wintersonne zuzuschauen. Und gerührt sage ich mir, ja, wegen genau solcher Orte liebe ich diese Stadt und mein Leben hier seit fast einem Vierteljahrhundert. Paris ist eine mineralische Schönheit, kompakt, ohne Leerstellen, jeder Quadratzentimeter ist bebaut. Nur wenige sehr gepflegte Parks bilden Löcher in dem dichten Gewebe. In Paris steht die Natur in Reih und Glied. Sie ist von Menschenhand geformt. In Berlin rebelliert sie. Sie wuchert wild. Zweifellos verdankt Berlin es dieser Allgegenwart von Grün und freier Fläche, dass es die am wenigsten gestresste Metropole Europas ist. Wenn man durch die Straßen schlendert, glaubt man sich eher in einer großen, friedlichen Provinzstadt als in der nervösen und selbstbewussten Hauptstadt der wichtigsten europäischen Wirtschaftsmacht. Niemals bekommt man hier Erstickungsanfälle. Niemals fühlt man sich beengt oder empfindet diese besondere Art Erschöpfung nach einem Tag voll Lärm, Autos, Menschenfülle, verschmutzter Luft, frenetischem Gedränge auf den Gehsteigen. Das Tempelhofer Feld verkörpert alles, was uns Ausländer an dieser Stadt anzieht, ob Touristen oder Adoptiv-Berliner. Plötzlich hat sich ein gigantisches Terrain befreit, da, wo der von Hitler gebaute kleine Flughafen liegt. Jetzt ist Fantasie gefragt und die Berliner lassen sich nicht lange bitten. Inlineskaten auf den Landbahnen, Modellflugzeuge und Drachen am Himmel, Jogger und Hundebesitzer, Kindergeburtstage, verschlungene Liebespaare im hohen Gras, Musiker mit Gitarre und Saxophon, Nudisten und Yogis, türkische und arabische Familien bei Grillen. Ein zweites Leben, anarchisch und fröhlich an diesem so geschichtsbeladenen Ort. Lange Zeit habe ich mir keine Sorgen um Berlin gemacht, um diese Hauptstadt, von der es in Frankreich heißt, sie sei nicht richtig Deutschland. Also nicht so geleckt wie München, nicht so effizient wie Stuttgart, nicht so langweilig wie Düsseldorf oder so adrett wie Bonn. Ich war von der Berliner Widerstandskraft überzeugt. Zu rebellisch, zu alternativ, zu arm, zu wenig attraktiv für Spekulanten, zu stur, zu verrückt. Niemals würde die Stadt sich von Mainstreamern, Globalisierern und Perfektionisten bändigen lassen. Nie würde sie sich in die Knie zwingen lassen, weder von Immobilienspekulanten oder den Planern von Fußgängerzonen und Einkaufspassagen, noch von Gentrifizierung und uninspirierten Architekten. Keine 0815-Hauptstadt für die Deutschen. Seit einiger Zeit jedoch bin ich beunruhigt. Es sieht so aus, als würden diese ausgefallenen Orte,
die den Zauber dieser Stadt ausmachen, einer nach dem anderen verschwinden. Eine ganze Reihe von Brachen hat sich bereits in domestizierte Parks mit Blumenbeeten, künstlichen Teichen und öffentlichen Toiletten verwandelt. Das Schicksal des Prinzessinnengartens in Kreuzberg ist ungewiss. Erinnern Sie sich an das Hotel Esplanade, ein Solitär mitten auf dem Potsdamer Platz. Es wurde gesäubert, renoviert, zu einem sterilen und seelenlosen Haus verschnürt, in das ich nie mehr einen Fuß setzen werde. Und das Hotel Bogota? Eine Tragödie. Wie konnte das zugelassen werden? Ein so melancholischer Ort, so voll Geschichten. Auf der Leipziger Straße wird demnächst ein weiteres Einkaufszentrum eröffnet. Ein weiteres Einkaufszentrum mit den immer gleichen Boutiquen, dem immer gleichen Look. Und noch mehr Bürohäuser. Die Bürohäuser sprießen in dieser Stadt aus dem Boden wie Pilze nach dem Herbstregen. Wenn das so weitergeht, kommen wir nicht mehr nach Berlin. Also rasch gehandelt. Nur noch wenige Zeit bleibt uns. Nur noch wenige Stunden eigentlich, um ein Stück vom Paradies zu retten.